Hallo! Der Schauspieler Regan Thompson zog sich vor 20 Jahren aus der Superhelden-Trilogie zurück, in der er die Hauptrolle des brutalen Birdman spielte. Er versucht verzweifelt, sich mit seinem eigenen Stück am Theater einen Namen zu machen, aber die Leute weigern sich, ihn auf andere Weise zu sehen und warten darauf, dass er die Superheldenmaske wieder aufsetzt. Ein Misserfolg jagt den nächsten, aber der Mann verfolgt sein Ziel trotz der Kritik. Sein aufgeblasenes Ego nimmt die Form einer vertrauten, tiefen Stimme an, die nicht aufhört, über seine versteckten Superkräfte zu sprechen und ihm anbietet, seine Flügel auszubreiten, um aus den übel riechenden Theatergarderoben auszubrechen. Regan Thompson sitzt im Lotussitz, einen Meter über dem Boden schwebend, in seiner Garderobe. Er hört die tiefe und heisere Stimme von Birdman, dem beliebten Superhelden mit Umhang und Maske, dessen Rolle er vor Jahren gespielt hat. Die Stimme besteht darauf, dass diese Garderobe übel riecht und verurteilt den Mann dafür, dass er Hollywood-Filme und weltweiten Ruhm für ein dummes Theater aufgegeben hat. Regans Meditation wird von seiner Tochter Sam unterbrochen, die als seine Assistentin arbeitet. Sie kann im Laden nicht die richtigen Blumen finden und ihr Vater bittet sie, alles außer Rosen zu kaufen. Regan geht durch die engen Gänge des Backstage-Bereichs zur Bühne. Auf dem Weg dorthin beschwert er sich bei seinem Manager Jake, dass einer der Hauptdarsteller, Ralph, ständig übertreibt. Thompson, der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller des Stücks ist, kommt zur Probe. Zwei Männer und zwei Frauen führen in der Küche ein Gespräch über die Natur der Liebe. Wieder einmal kann Regan das Schauspiel seines Partners nicht ertragen und schaut zu den Lampen hoch. Plötzlich fällt eine der Lampen direkt auf Ralphs Kopf und setzt ihn außer Gefecht. Während alle schockiert zu dem Schauspieler eilen, geht Regan einfach hinter die Bühne. Jake eilt ihm hinterher. Das Stück ist in Gefahr und es muss etwas getan werden, um einen Ersatz zu finden. Der Mann antwortet, er wolle die Premiere ganz absagen und sei froh, dass das passiert sei. Es sei kein Unfall gewesen. I made it happen. Oh, okay. Are you drunk? Schließlich beschließen sie, schnell einen anderen Schauspieler zu finden. Regan geht in die Garderobe, wo bald Journalisten eintreffen werden, um über die Premiere zu schreiben. Er versucht verzweifelt, die immer wiederkehrende Stimme in seinem Kopf zu übertönen. We were the real thing, Regan. We had it all. Auf dem Tisch sieht er die Rosen, die seine Tochter ihm gekauft hat, mit einem Zettel, auf dem steht: Sie hatten nicht das, was du wolltest. Und er schleudert die Vase mit der Wucht seines Blicks gegen die Wand. Die Stimme behauptet, dass niemand weiß, wozu der Schauspieler fähig ist. Die Reporter, die zu Besuch kommen, sind überhaupt nicht an der bevorstehenden Vorstellung interessiert. Sie wollen wissen, ob Regan in die Rolle des Birdman zurückkehren wird und was er sich ins Gesicht gespritzt hat, um sein Altern zu verlangsamen. Als sie gehen, nimmt der Schauspieler ein riesiges Superheldenplakat von seiner Wand und versucht es zu verstecken. Aber es stellt sich heraus, dass es dafür zu sperrig ist. Jake hat Schwierigkeiten, einen beliebten Schauspieler zu finden. Glücklicherweise ist die Schauspielerin Leslie mit dem Theaterstar Mike Shiner liiert, der sich bereit erklärt, mitzumachen. Er kommt zur Probe und überrascht Regan mit der Tatsache, dass er das Drehbuch bereits kennt, da er Leslie bei den Proben geholfen hat. Mike macht mehrere eigene Vorschläge und Regan, der das Drehbuch geschrieben hat, fühlt sich dadurch wie ein Amateur. Sie werden von Sam unterbrochen, die Mike zu einer Kostümanprobe ruft. Auf dem Weg dorthin flirtet der narzisstische Schauspieler mit dem Mädchen. Um die Hose anzuprobieren, zieht sich der Mann nackt aus, woraufhin Leslie hereinkommt. Sie sieht Sam nicht, die in der Ecke steht, und sagt Mike, er solle sich bedecken, weil Regans Tochter ständig im Theater herumlungert. Leslie sagt, dass das Mädchen drogensüchtig ist und sie furchtbar nervt. Mike verrät lächelnd, dass das Mädchen die ganze Zeit direkt neben ihnen stand. Leslie, die vor Scham rot wird, schreit den Mann an und fleht ihn an, ihren ersten Broadway-Auftritt nicht zu sabotieren. Jake teilt ihm mit, dass kein Geld für Mikes Gehalt da ist, aber Regan überzeugt ihn, dass er es aus seiner eigenen Tasche bezahlen wird. Die Schauspielerin Laura erwischt ihn auf dem Weg in den Flur. Sie ist überzeugt, dass der Regisseur sie geschwängert hat, was den Mann fassungslos macht. Er tut so, als sei er glücklich und bekommt eine Ohrfeige. Es ist Zeit für die Pre-Show, bei der Mike auf der Bühne echten Gin trinkt. Regan nimmt an der Show teil und tauscht Alkohol gegen Wasser für unterwegs. Er beginnt seinen Monolog und wird von Mike unsanft unterbrochen. Vor den Augen des Publikums schreit er Regan an, dass er sich in seine Schauspielkunst einmische und dass er wütend ist, weil nicht alles um ihn herum real sei.
Der betrunkene Schauspieler zertrümmert das Bühnenbild und erschreckt seine Kollegen und das Publikum. Regan befiehlt, den Vorhang herunterzulassen und verlangt, dass Mike aus dem Stück geworfen wird. Wieder einmal versucht Jake, seinen Freund zu beruhigen. Die Kartenverkäufe sind wegen der Berühmtheit in die Höhe geschossen, also sollten sie sich versöhnen. Regan hat viel Mühe und Energie in das Stück investiert, also stimmt er zu. Regans Ex-Frau Sylvia findet den Mann in der Umkleidekabine und versucht, ihn aufzumuntern. Regan sagt, er wolle sein Haus in Malibu verkaufen, um die Produktion zu finanzieren. Sylvia ist darüber überrascht. Das Haus sollte eigentlich das Erbe ihrer Tochter sein. Sie bittet ihren Vater, sich um ihre Tochter zu kümmern, die mit ihrer Sucht zu kämpfen hat. Sie erinnern sich daran, warum sie sich getrennt haben. Regan war immer zu liebesbedürftig, verwechselte dies aber mit Bewunderung und war jähzornig und unhöflich. Er ist immer noch davon besessen, dass man sich nach seinem Tod nicht an seine Leistungen in der Welt des Kinos erinnert. Regan geht hinaus, um ihre Meinungsverschiedenheiten mit Mike auf der Straße zu klären. Er weist alle Vorwürfe zurück, weil er sich einen Dreck um die Zuschauer schert, die ermäßigte Karten für eine offene Probe gekauft haben. Dafür gibt es ja die Pre-Shows. Sie gehen in die nächstgelegene Bar, wo Mike dem Hollywood-Filmstar beibringt, dass die Dinge in New York anders sind und es nur darauf ankommt, was der Kritiker des Times Magazine über die morgige Premiere sagen wird. Mike hat keinen Respekt vor Superheldenfilmen, die für Idioten gedreht und ins Fernsehen gebracht wurden. Am Broadway muss er sich wirklich in jede Rolle hineinversetzen, damit das Publikum etwas Besonderes spürt. Und dieser Job ist viel schwieriger. In diesem Moment tritt eine Frau von hinten an die beiden heran und bittet Mike, ein Foto von ihr und Birdman zu machen. Thompson willigt unbeholfen ein. Danach verrät er, warum das Stück so wichtig für ihn ist. Als Teenager spielte er im Schultheater mit und eines Tages kam der Autor von What We Talk About When We Talk About Love, Raymond Carver, in die Aula. Nach der Aufführung überreichte er Regan einen Zettel, auf dem stand: Danke für eine ehrliche Vorstellung. So beschloss der Mann, Schauspieler zu werden und hat nun ein Stück geschrieben, das auf dieser Geschichte basiert. Regan holt den Zettel hervor und zeigt ihn, und Mike weist darauf hin, dass er auf einer Serviette aus der Bar geschrieben wurde. Er spielt die Geste herunter und sagt, dass Carver wahrscheinlich betrunken war. Der Mann deutet auf die Kritikerin Tabitha, die hinter der Bar sitzt und deren Meinung über die Zukunft des Stücks entscheiden wird. Mike spricht sie an und die Frau fragt ihn, wie es für ihn sei, mit einem Clown im Vogelkostüm zu arbeiten. Aber Mike respektiert Thompson für das Risiko, das er eingegangen ist. Die Kritikerin hingegen riskiert nichts und verdient keinen solchen Respekt. Tabitha droht damit, eine schlechte Kritik zu hinterlassen. Regan verlässt die Bar und kehrt zum Theater zurück, wo er Sam trifft. Er versucht, ihr für ihre Hilfe bei der Vorbereitung des Stücks zu danken, riecht aber plötzlich Rauch. Er wird wütend und macht seine Tochter für ihre Sucht verantwortlich, aber Sam geht selbst zum Angriff über. Sie schreit ihren Vater an, der sich nicht für Kunst interessiert und nur verzweifelt versucht, seine schwindende Popularität zu erhalten. It's not important, okay? You're not important. Get used to it. Sie geht und Regan zündet die Zigarette der Tochter selbst an. Das entspannt ihn. In der zweiten Vorschau läuft alles gut, bis die Schlussszene beginnt. Darin ertappt Regan seine Frau Leslie im Bett mit ihrem Liebhaber Mike. Während der Vorbereitungen verlangt Mike von dem Mädchen, dass sie es auf der Bühne miteinander treiben. Leslie ist gezwungen, ihn abzuwehren, bis Regan mit einer Pistole in der Hand hereinkommt. Mike springt aus dem Bett und das Publikum bricht über seinen peinlichen Auftritt in Gelächter aus. Dennoch gelingt es den Darstellern, die Szene zu beenden, die damit endet, dass der Ehemann sagt, ich existiere nicht, und sich in den Kopf schießt. Alle gehen hinaus, um sich zu verbeugen. Leslie kann die sexuelle Belästigung durch Mike nicht verzeihen und will sich von ihm trennen. Laura und dann Regan versuchen, das Mädchen in der Garderobe zu beruhigen. Der Regisseur sagt, sie sei eine wunderbare Schauspielerin und er könne sich glücklich schätzen, sie zu haben. Laura ist verärgert, dass Regan so etwas während ihrer gesamten zweijährigen Beziehung nicht zu ihr gesagt hat. Jetzt ist es Leslie, die ihre Freundin beruhigt, was schließlich in einem Kuss gipfelt. Mike will sich mit Leslie versöhnen, wird aber rausgeschmissen. Danach geht er zu Regan, um ihn für die Requisitenpistole zu kritisieren, die nur allzu offensichtlich mit roter Farbe gefüllt ist. Bevor er geht, erwähnt er noch, dass das Stück dem Publikum gefallen hat. Mike geht auf das Dach, um eine zu rauchen, und findet Sam auf dem Sims sitzend vor. Das Mädchen ist gerade aus dem Entzug zurückgekehrt und versucht, sich einen Adrenalinschub zu verschaffen. Sie spielen Wahrheit oder Pflicht
und Sam fragt, ob der Mann sie will. Mike gesteht, dass er ein Problem mit dem Verlangen im Bett hat. Auf der Bühne kann er alles tun, aber im wirklichen Leben ist es genau umgekehrt. Sam flirtet weiter und dann sagt Mike, er würde ihr gerne die Augen ausreißen und sie in seinen Schädel einsetzen, damit er die Welt so sehen kann wie früher, als er noch jung war. Das ist nicht das, was das Mädchen hören wollte. Sam geht weg und lässt Mike mit seinen seltsamen Gedanken allein. Am nächsten Tag bringt Laura eine Zeitung mit einem Artikel und einem Bild von Mike auf der Titelseite. Darin spricht er über das Stück und lügt, dass er aufgrund einer Notiz von Raymond Carver Schauspieler geworden sei. Der Regisseur selbst wird am Ende des Artikels nur am Rande erwähnt. Regan wird wütend und verletzt Laura, ohne es zu merken. Das Mädchen sagt, sie sei doch nicht schwanger und verlässt weinend das Haus. Die Stimme kehrt zurück, um die Demütigung zu unterstreichen. He stole your front page. He's stealing your show. He thinks you're a joke. Von Wut überwältigt, findet der Mann den unverschämten Mike und greift ihn an. Mike entschuldigt sein Handeln wie üblich damit, dass dies alles und seine Popularität nur der gemeinsamen Sache diene. Regan schlägt dem Schauspieler schließlich auf die Nase und geht nach dem Handgemenge weg. In der Garderobe sagt die Stimme erneut böse Dinge zu ihm und der Mann benutzt Telepathie, um den Raum zu zertrümmern. Jake öffnet die Tür. So f***ing annoying, shut up! Er ist besorgt über Regans Zustand und sagt ihm, dass er in einer Stunde auf die Bühne muss. Der Schauspieler ist wieder einmal enttäuscht und will die letzte Vorpremiere absagen, aber Jake sagt, dass alle Karten ausverkauft sind und draußen eine riesige Schlange steht. Er lügt auch, dass Martin Scorsese im Publikum sein wird und nach Schauspielern sucht. Leslie und Laura lauschen hinter der Tür. Leslie kommt vorbei, um dem Regisseur für die Möglichkeit zu danken, am Broadway zu spielen. Mike trifft Sam auf dem Dach wieder. Sie sieht den blauen Fleck in seinem Gesicht und glaubt, dass Leslie ihn wegen der Trennung verursacht hat. Mike streitet das ab und Sam wird klar, dass es ihr Vater war. Sie hasst ihn dafür, dass er nie in ihrem Leben präsent war, aber Mike lacht sie nur aus. Es gibt viel schlimmere Väter als ihren Vater. Mike und Sam küssen und lieben sich auf der Brücke über der Bühne. Das Stück beginnt und alles läuft großartig. Doch vor der letzten Szene bemerkt Regan, dass Mike Sam küsst. Er wird wütend und geht, um sich zu beruhigen, mit einer Zigarette nach draußen. Aber die Tür fällt von innen zu und sein Gewand bleibt zwischen den Blättern stecken. Der Schauspieler muss nur in Unterwäsche durch die Menschenmenge im Theater laufen. Unterwegs gibt er sogar ein Autogramm und wird von den Schaulustigen gefilmt. Drinnen rennt er durch den Zuschauerraum, schreit seinen Text und läuft zwischen den staunenden Zuschauern hindurch. Bevor der Assistent ihm die Pistole gibt, stellt er sie mit seinen Fingern dar. Now I spend every f***ing day trying to be somebody else, somebody I'm not. Sie beenden die Szene auf diese Weise. Sam wartet in der Umkleidekabine auf ihren Vater und versucht, ihn zu unterstützen. Sie zeigt ihm das Video, das aufgenommen wurde, als er in Unterhosen über den Broadway lief. Es wird millionenfach angesehen. Nach der Show geht Regan in eine Bar, wo er Tabitha anspricht. Er will ihr die Geschichte mit der Serviette erzählen, aber sie unterbricht den Mann unhöflich. As a matter of fact, you did. You took up space in a theater which otherwise might have been used on something worthwhile. Sie wird eine vernichtende Kritik schreiben und das Stück absetzen. Tabitha ist aufgrund ihrer schlechten Einstellung zu Hollywood eindeutig voreingenommen gegenüber Regan, obwohl sie das Stück weder gelesen noch gesehen hat. Regan revanchiert sich, indem er ihr das Notizbuch wegnimmt und sie beleidigt. Der Mann ist sehr betrunken und schläft auf der Straße ein. Am Morgen erscheint Birdman leibhaftig neben ihm. Er geht neben Regan her und beschimpft ihn. Der Superheld überredet den Mann, die lächerlichen Theaterträume aufzugeben und nach Hollywood zurückzukehren, um einen weiteren Film über ihn zu drehen. Regan wehrt sich nicht mehr und hört der Stimme mit einem Lächeln zu. Er schnippt mit den Fingern und um ihn herum explodieren Autos und Hubschrauber, die auf einen riesigen Robotervogel schießen. Der Schauspieler fliegt auf das Dach des Gebäudes und steht auf dem Sims. Ein Fremder versucht, ihn herunterzuholen. Regan sagt, dass es ihm gut geht und springt mit Anlauf vom Gebäude. Mit ausgestreckten Armen fliegt er über die Stadt. Die Stimme ist erfreut über die Aktion des Mannes. Regan landet neben dem Theatergebäude und geht hinein. Ein Taxifahrer rennt hinter ihm her und verlangt, dass er für die Fahrt bezahlt wird. Am Abend vor der Premiere ist Regans Garderobe voll mit Blumen. Sylvia kommt herein und bemerkt, dass es alles Rosen sind, die er hasst. Er gesteht, dass er eine Stimme in seinem Kopf hört, die ihm die Wahrheit sagt,
Aber die Frau will nichts davon hören. Regan erinnert sich daran, wie sie sich einmal über seine Betrügereien gestritten haben. Damals warf Sylvia alle seine Sachen aus dem Fenster und er ging zum Meer und versuchte sich zu ertränken. Doch als er ins Wasser ging, wurde er von Quallen gestochen und Regan rannte ans Ufer. Sylvia erinnert sich, dass er die Flecken für einen Sonnenbrand hielt. Der Mann gesteht ihr seine Liebe zu seiner Ex-Frau. Er bedauert, dass er ein schlechter Ehemann und Vater war. Nun hat auch er sich blamiert, indem er in Unterhosen die Straße entlang lief. Regan wird zu seiner letzten Szene gerufen. Er setzt sich eine Perücke auf und holt eine in seinem Regal versteckte Pistole hervor. Bevor er auf die Bühne geht, ignoriert er einen Assistenten, der ihm einen Beutel mit Kunstblut geben will. Er spielt den Ehemann, der seine Frau mit einem anderen Mann erwischt. Seine Wut wird sofort zu Verzweiflung. Not to you. And you never will. Er fühlt sich unbedeutend, nicht existent in dieser Welt. Regan drückt den Abzug und fällt um. Alle im Publikum außer Tabitha geben ihm eine Standing Ovation. Das Leben blitzt vor den Augen des Schauspielers auf. Superhelden, Quallen, ein Orchester. Im Krankenhauszimmer befinden sich Sylvia und Jake, der eine Zeitung mit Regans Bild auf der Titelseite mitgebracht hat. Das Stück ist zu einer weltweiten Sensation geworden und die Kritiker schreiben, Thompson habe eine neue Ära des Theaters begründet, den Ultrarealismus. Die unerwartete Tugend der Unwissenheit nennen sie das Verhalten des Schauspielers, der nicht wusste, dass die Waffe geladen war. Auch Jake wird geraten, diese Theorie mitzuspielen, um nicht unter den Vorwurf des Führens einer Waffe zu fallen. Regan hat überlebt und nur seine Nase abgeschossen, die durch eine Operation wiederhergestellt wurde. Sam bringt ihrem Vater Fliederblüten, deren Duft er sehr mag. What's so funny? I can't smell them. Seine Tochter macht ein Foto von dem bandagierten Gesicht des Mannes, um es auf Twitter zu veröffentlichen. Sam holt eine Vase, während Regan im Badezimmer den Verband abnimmt. Er betrachtet sich im Spiegel und bemerkt Birdman, der neben ihm auf der Toilette sitzt. Regan geht zum Fenster, wo er Vögel am Himmel fliegen sieht. Er öffnet es und klettert auf den Sims hinaus. Sam kommt zurück und findet ihren Vater nicht im Zimmer vor. Panisch rennt sie zum offenen Fenster und schaut hinunter, sieht dort aber nichts Ungewöhnliches. Sie hebt ihren Blick zum Himmel und ihr Gesicht erhellt sich mit einem erfreuten Lächeln. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Beschreibung des Videos. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, was denkt ihr, hat Sam in der letzten Szene gesehen? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben, damit so oft wie möglich weitere tolle Geschichten erscheinen.